Hallo, willkommen zu einer neuen Ausgabe von Bloody Unboxing. Ja, man könnte fast sagen 2.0, denn ja, ich habe das Video nochmal neu aufgenommen und spreche jetzt gerade nochmal sozusagen einen neuen Kommentar, also neues Voice-Over ein, weil mir gestern bei der ersten Fassung zu dem Mediabook Das Parfüm der Dame in Schwarz mehrere Fauxpas passiert sind. Das ist schon ein bisschen peinlich. Man kann sich natürlich fragen, war es Unkenntnis oder einfach nur Blödheit? Wahrscheinlich liegt die Wahrheit in der Mitte. Es ist ungefähr so gewesen, als wenn man über ein Unboxing über Alien macht und präsentiert Hintergrundbilder von E.T. Ja, so kann man das ungefähr sagen. Und ich habe auch ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, ein paar Falschinformationen rausgegeben. Das Ganze war gestern mit sehr, sehr heißer Nadel gestrickt. Ich habe das sehr, sehr spontan gemacht und habe mich da auf ein paar Angaben verlassen, die einfach nicht der Wahrheit entsprachen. Und deswegen heute nochmal neues Unboxing von dem Mediabook, Das Parfüm der Dame in Schwarz. So. Und ja, es ist ein alter italienischer Giallo aus dem Jahr 1974 und Francesco Bar, wie heißt der Kerl? Jetzt weiß ich schon gar nicht mehr. Francesco Barelli hat das ganze Ding, wie gesagt, verfilmt, hat nur drei, vier Filme gemacht, also war so ein bisschen, ist so ein, ja, kein allzu großer Regisseur. Filme habe ich inzwischen auch schon sehen können. So kriegt er also ganz neue, aktuelle Informationen zu diesem Mediabook. Dazu aber gleich mehr. Wir packen das Ding jetzt erst einmal aus und schauen uns mal das Mediabook so im Detail an. So, das ist ziemlich stramm hier, diese Folie, aber mit meinem kleinen Messer kriege ich das Ding ja hier doch noch irgendwie ausgepackt. Ja, also entschuldigt für das Video. Es haben nicht allzu viele angeklickt, von daher hat sich der Schaden in Grenzen gehalten. Dennoch nehme ich das natürlich gerne auf meine Kappe. Und ich wusste einfach nicht. Ach, vergessen wir es einfach. Lass uns groß reden. So, wir packen das Ding hier also aus der Folie und begutachten das ganz gute Stück. Das Parfüm der Dame in Schwarz natürlich auch in Schwarz gehalten. Und ja. Mimsy Farmer spielt mit. Mimsy Farmer, ja, hat auch schon bei Dario Argentos Vier Fliegen auf grauem Samt mitgespielt. Mittlerweile 70 Jahre jung und erfreut sich aber, glaube ich, noch ganz bester Gesundheit, hoffe ich doch zumindest. Und der deutsche Titel, den hat man doch sehr ans Italienische angelehnt, was ja auch schön ist. Il profumo della signora in nero. Also das Parfüm der Dame in Schwarz, auch im Originaltitel der Name. Ja, das Ganze ist so ein bisschen matt, glänzend, eher ein bisschen glänzend als matt. Es gibt also mattere Mediabooks. Hier der Buchrücken, das Ganze ist aus der X-Rated-Reihe. Das ist die Veröffentlichung Nummer 16 aus der Eurocult Collection. Hier sehen wir es auch. Es ist hinten auf der Rückseite, oben an der Kante, wie die anderen auch. Also das ist ja vom Artwork einheitlich. Und limitiert ist dieses Cover A auf 888 Exemplare. Es gibt noch ein Cover B, limitiert auf 444 Exemplare. Die Limitierungsnummer befindet sich im Mediabook. Das werden wir auch gleich sehen. So, dann, ja, schauen wir uns nochmal ein bisschen die Rückseite an. Ein paar Fotos. Das Ganze hier, Giallo-Serie, jawohl, das ist klar. Viele Informationen, ein bisschen Beschreibung zum Film. Ist auch nicht verkehrt, dass man das gemacht hat, weil mir kam am Anfang ein bisschen verwirrend vor. Ich wusste nicht, in welche Richtung entwickelt sich die ganze Geschichte hier. Und es dauert auch eine ziemlich lange Zeit, bis der Film so richtig in Fahrt kommt und so dieses Psycho-Thriller-Genre oder diese Elemente richtig ausspielt. Ja, das hat ziemlich, ja, es war eine zähe Angelegenheit am Ende. Schaut es euch an, also wer Fan von Giallos ist, für den ist es sicherlich was. Wobei ich bin ja eigentlich auch Fan von Giallos und mir hat so ein bisschen die Gewaltspitzen während des Films gefehlt. Also es war am Ende dann alles sehr, sehr dann überlagert mit Gewalt, aber zwischendrin hat halt viel gefehlt. So, hier sind wir ein paar Informationen zu der Ausstattung und zu den Informationen. Also es liegt da die deutsche Sprache vor. Das wurde neu remastert, der Film. Er erscheint das erste Mal überhaupt auf Blu-ray und auch in Deutschland.
Und englische Tonspur ist drauf, italienische Tonspur ist drauf. Und wie gesagt, hier schon ein Hinweis auf die Nummerierung von 888 Exemplaren. Ja, dann klappen wir das ganze Ding mal auf. Wir sehen hier auf der linken Seite die Blu-ray und dann ein 16-seitiges Mediabook, ja, Prost Mahlzeit, ein Booklet mit allen Informationen. Hier vorne sehen wir die Limitierungsnummer. Ich habe die 433. Sollte die auch jemand haben, was ich nicht glaube, kann er sich gerne vertrauensvoll an mich wenden. So. Ja, zum Film selbst, also sehr gute Qualität, also Bildqualität ist wirklich top. Man hat das super remastert. Also natürlich sieht man hier und da, dass es sich um alten Schinken handelt. Aber leichtes Bildrauschen ist auch vorhanden, aber Bild und Ton ist wirklich phänomenal und er wurde ja, sehr guten Synchronsprechern vergangener Tage, so möchte ich es mal formulieren, auch sehr gut synchronisiert. Also da gibt es wirklich nichts zu meckern. Da hat der Produzent Andreas Bethmann, dem wir ja auch das X-Rated-Magazin verdanken, tolle Arbeit geleistet. Wir blättern uns ein bisschen durchs Booklet. Viele Informationen zum Film, viele Informationen zu den Darstellern, sehr viele Fotos, sowohl die Original-Filmfotos als auch Plakatmotive sind hier enthalten. Das Ganze macht einen sehr, sehr guten Eindruck. Und ja, seht selbst, ja, es ist wirklich schön, schön gemacht. Wir haben hier eine Klammerheftung, also das Booklet selbst ist mit zwei Klammern geheftet und wurde nochmal zusätzlich ins Mediabook geklebt. Also ein sehr stabiler Halt ist damit gewährleistet und das wird nicht in den nächsten Tagen euch dann um die Ohren flattern, das Ding, wenn ihr dann mal dieses Mediabook wieder aufklappt. Ja, dann auch noch ein paar Informationen zu der Produktion dieser Blu-ray und hier unten halt nochmal der Hinweis von dem Produzenten Andreas Bethmann, der dieses Mediabook zu verantworten hat. Und er hat die Arbeit wirklich sehr gut gemacht. Also ich kann es nur empfehlen, jedem Freund des italienischen Giallo-Genres kann hier bedenkenlos zuschlagen, auch wenn der Film natürlich nicht zu vergleichen ist mit guten Giallos von Argento oder von Lamberto Bava oder sowas. Ja, das ist dann nochmal eine andere Hausnummer. Ja, dann sehen wir hier auf der Rückseite, hier sehen wir nochmal die Verklebung, vielleicht könnt ihr es erkennen. Also wirklich, wirklich sehr ordentlich alles hier verarbeitet. Und auf der Rückseite dann, auf der rechten Seite, dann die DVD mit dem Film Das Parfüm der Dame in Schwarz. Ja, In-Artwork, ja, ich weiß nicht, also es ist so gefaltet, so ein gefalteter schwarzer Fetzen. Mir ist jetzt nicht klar, was der so für eine Bewandtnis, was es damit auf sich hat, aber vielleicht kann mich einer aufklären. Also das hat sich mir jetzt bei der Sichtung des Films gestern nicht irgendwie ergeben. Ja, interessanter Film. Eine schöne Mediabook-Präsentation. Manchmal sind mir diese Mediabooks von mit Filmen, die überhaupt noch nie erschienen sind, die eigentlich kaum ein Schwein kennt, auch viel lieber, weil man da einfach nochmal so ein bisschen sein Filmwissen so ein bisschen auffrischen kann. Man lernt einfach andere Techniken. Ihr werdet sehen, es wird in diesem Film oft Parallelen zu Argento-Filmen geben, gerade was die Kameraführung und die Beleuchtung betrifft. Da weiß man natürlich nie, wer hat bei wem geklaut, aber egal. Gut, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen und demnächst wieder mit einer neuen Präsentation.